Ich selbst habe immer nur das geglaubt, was ich mit den eigenen Augen gesehen habe, weil ich wusste, dass es da draußen so viele Unwahrheiten gibt. Es war ein Freitag im September, als ich viele neue Wahrheiten erfahren sollte. Über Onkel Bubu und meine Mutter und vor allem über mich. Entschuldigen Sie, ich suche eine Frau, die ist mal weiß gekleidet. Eine Frau ist weiß gekleidet? Sie arbeitet in der Bücherei, genau. Bücherei, wüsste ich jetzt nicht, aber die hat zu. Und wann macht die auf? Ungefähr in 3 Minuten, denke ich. Okay, so, danke. Bruder, ich glaube, die haben sich hier verschrieben. Moses und Jesus, ein Yahudi und ein Christ in der Moschee. Nein, 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 das ist schon richtig, was da steht. Die stehen alle im Koran, diese Namen. Wir sind halt alle eins, so Söhne Adams. Ey, guck mal da. Ein Spast. Du meinst Spatz. Ja, ja, Spast. Wenn ein Spast dreimal die Kuppel umfliegt, das ist ein Zeichen. Und genau das steht im Koran? Genau so steht es. Bubu, du hast den Koran doch gar nicht gelesen. Klar, 10-mal. Ich habe ihn sogar bei mir. Her. Hä? Ich dachte, du liest gar kein Arabisch, Bubu. Ja, das ist die Übersetzung halt. Okay, dann sag mir noch mal, was hier in Sure 5, Vers 32 steht. Wer einen Menschen tötet, tötet die ganze Menschheit. Bubu, Kollege, das ist auf Polnisch diese Ausgabe, Alter. Das ist etwa das, was ich denke? Bubu, dass du kein richtiger Türke bist, habe ich mir schon gedacht. Aber ein Pole? Ich bin kein Pole. Ich bin Analphabet. Analphabet? Alter, das ist schlimmer, als ich dachte. Ich hab's auch niemandem erzählt. Ich hab's nicht mit diesen Buchstaben. Meine Eltern haben mich eiskalt auf eine Sonderschule geschickt. Ich bin einfach ein Behindi. Aber Bubu, du kannst nicht lesen und du hast einen Shisha-Laden? Ja, ich hab mich einfach durchgemogelt all die Jahre. Aber deswegen schmeißt du deine Briefe immer weg, ohne sie zu öffnen. Hey Bubu, Alter. Wir sind eine Familie. Komm her. Entschuldigung, die Bibliothek ist jetzt geöffnet, ja? Yusra? Yusra? Ich entdeckte in einem roten Koran eine alte Kinderzeichnung und ein Foto. Beides war von mir. Alias, das bist doch du, oder? Bei wem habt ihr das Bild geschossen? Es gibt nur einen Ort. Ein Ort, wo wir die Wahrheit finden. Was für ein Wahrheit, Wahrheit, ja? Geh doch googeln, wie jeder normale Mensch. Das Foto führte mich zu dem alten Gartenhäuschen, wo mein Vater mir immer den Adhan vorgesungen hatte und dabei weinte. Ich hab's gefunden. Das ist das Fenster. Hier habe ich gesessen.
Wer ist diese Frau? Oh, krass. Das war alles ganz anders. Es stimmte zwar, an diesem Fenster habe ich immer dem Awan gelauscht, doch es war nicht mein Vater, der ihn gesungen hatte. Hayya la sala. Hayya la fala. Hayya la fala. Warum bist du traurig, Mama? Ich bin nicht traurig. Ich bin nur sehr, sehr müde. Lies. 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 Aber ich kann gar nicht lesen, Mama. Ja, ich erinnere mich daran, dass meine Mutter mir etwas auf den Arm schrieb. Doch was es war, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ruf mich, wenn du es kannst, hörst du? Ruf mich ganz laut. Das mit dem Traum. Meine Mutter, die hat mich gar nicht nach der Geburt verlassen. Meine Mutter war noch viele Jahre da. So fand ich die Wahrheit über deine Großmutter. Doch die Wahrheit, die mir am meisten Angst machte, war eine andere. Ich hätte schwören können, dass es mein Vater war. Ich hätte schwören können, ich hätte ihn gesehen und gehört. Und ich begriff, mit den Augen sieht man vieles. Aber die Wahrheit bleibt ihnen verborgen.